Einen wunderschönen Sonntagabend wünschen wir euch, liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner. Es ist der 6. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Wir haben uns nicht lumpen lassen und einen waschechten Superstar in die Sendung geholt. Also ich würde sagen, es kann nur bergauf gehen und an diesen Ast klammere ich mich heute auf. Weißt du, das ist Tradition, ich lasse dich nicht gehen ohne einen konkreten Tipp. Also ich lege mich mal fest auf 3-1. Wollen wir mal auf die Aufstellung gucken? Ja, wir gucken, wer heute auf dem Platz steht. Nur Alexander Schröder brauchen wir nichts zu sagen, würde ich sagen. Wenn ich mich nicht irre, steigen wir jetzt ins Auto. Hey Leute, hier ist euer Adam. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie toll Bundesliga. Du hast überhaupt eine Playstation oder was Vergleichbares? Ich habe eine Playstation 3, aber ich habe noch FIFA 18. Ja. Ich hoffe mal, dass ihr uns schon hört und dass ihr jetzt auch schon da ist. Thomas Reckermann, wir kommen zu hingesehen. Ich glaube, dieses Spiel in Leipzig, da entsteht Teamgefühl. Teamgefühl entsteht nicht an der Taktiktafel. Teamgefühl entsteht genau in solchen Momenten, wo du denkst, alles und jeder ist gegen uns. Nun hat Bruno Labbadia unter der Woche gesagt, wir müssen die Fehler abstellen. Und hat sich dann aber auch gleich ein bisschen korrigiert und gesagt, so viele Fehler machen wir gar nicht. Wir werden bloß immer sofort bestraft. Hier ist die Mannschaft von Hertha BSC. Jetzt kommt gleich die Hymne, jetzt kommt gleich die Aufstellung, jetzt kommt gleich die Mannschaft. Viel Spaß mit eurem Team, der Mannschaft von Hertha BSC. Nochmal drauf, nochmal schön abgelegt. Und jetzt ist Günther da mit dem Schuss, mit dem Tor. Der erwischt den Ball gar nicht richtig und der macht das. Auf der linken Seite die Wolfsburger in den Strafraum rein, viel zu viel Platz, aufgepasst, der Ball in den Rücken und dann die Schussmöglichkeit und oben links in den Winkel. Und dann macht er den Riedle Baku oben in den Winkel. Das ist wirklich enttäuschend. Heute wäre wieder mal mehr drin gewesen. Ich fand, dass die ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit somit das Beste waren, was wir bis jetzt gesehen haben von unserer Mannschaft. Also ein 1-1, wieder ein Schritt nach vorne. Es wird, und wir haben das vor dem Spiel schon gesagt, du musst Geduld haben mit der Mannschaft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Meinung von jemandem ganz anders aussieht, nämlich einem, den wir eigentlich viel lieber auf dem Platz sehen würden, den wir eigentlich viel lieber in unserer Innenverteidigung sehen würden, der aber im Moment leider verletzt ist und deswegen nicht mitmachen kann. Aber ich sehe ihn schon auf dem Vorschau-Monitor. Er ist da, Jordan Torunariga. Herzlich willkommen und allererste Frage, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also ich bin schon wieder im Aufbautraining und kann es kaum erwarten, wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Es sind viele Spieler dazugekommen, es ist jede Menge Qualität dazugekommen. Wie ist das für dich als verletzten Innenverteidiger jetzt auf deiner angestammten Position, die du jetzt auch zuletzt Stamm gespielt hast, den neuen Mann Omar Aldarete zu sehen? Wir beide haben uns kaum gesehen. Also ich hatte noch nicht so viel Kontakt mit ihm. Ich denke, er hat gegen Leipzig, aber auch jetzt solide Spiele abgeliefert. Ja, und dann heißt es, wenn ich zurückkomme, wieder hart arbeiten, dass ich hoffentlich wieder spielen darf. Und wir alle drei sind riesige Fans und freuen uns, wenn du ganz schnell wieder bei der Mannschaft bist. Und vor allen Dingen, bei der Mannschaft reicht ja nicht, auf dem Platz stehst und wieder mitspielen darfst. Und dafür wünschen wir dir alles Gute. Und jetzt haben wir noch einen Dritten in der Leitung, der die ganze Zeit ganz geduldig zugehört hat. Und zwar ein Hertha-Fan. Und ich bin sehr gespannt, was er denn dazu sagt. Ob ihm das mehr ärgert, dass wir nach 6 Spielen nur 4 Punkte haben.
oder ob er eigentlich ganz zufrieden ist, weil wir ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Hallo Martin, grüß dich. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, Fabi hat es schon angesprochen. Wie hast du das Spiel gesehen? Würdest du sagen, ärgerlich, da war auf jeden Fall mehr drin oder besser als nichts? Ja, also heute muss man sagen, mit den Torschancen, die wir hatten, die haben wir ja manchmal in 3-4 Spielen nicht so viel. da wäre absolut mehr drin gewesen. Die ersten 10-15 Minuten waren echt gut, erste Halbzeit, dann das Gegentor. Aber zweite Halbzeit, 20 Minuten, gleich nach der Halbzeit Druck gemacht, war eigentlich recht ordentlich. Aber wir kennen auch alle Hertha und am Ende kann man auch von Glück sprechen, dass sie dann irgendwie nicht in den letzten 5 Minuten in Straucheln geraten. Also ich glaube jetzt zu sagen, ja Europa, wir kommen und alles wird schön, ist glaube ich zu viel, weil die Mannschaft muss sich auch finden. Richtig gut analysiert, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielen Dank dafür, Martin. Danke, Martin. Ja, mach's gut. Schön. Dann am 21. November, Samstag, 20.30 Uhr ist Anstoß. Anderthalb Stunden vorher geht's los. Hertha 030, die Spieltagsschau. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.